Also ich war schon zu Studienzeiten, hat mich die alternative Medizin sehr interessiert. Ich hatte schon während des Studiums eine zweijährige Akupunkturausbildung begonnen, dann gleich nach dem Studium die dreijährige Homöopathieausbildung. Denn ich wollte eigentlich schon beides kombinieren, die Schulmedizin und die alternative Medizin. Und die Rohkost, die kam erst etliche Jahre später, als ich auf einem Energiepsychologie-Kongress in Tucson in Arizona war. Und es gab auf diesem Kongress ein Rohkostbuffet. Und nichts anderes, nur Rohkost. Und ich dachte, die Anderes. haben hier ja alle einen Sprung in der Schüssel. Die glauben doch nicht, dass ich nur Rohkost esse. Wo ist mein typisch gekochtes Essen? Ich hatte wohlgemerkt schon bereits als Studentin begonnen, mich, soweit das damals schon in den 80er Jahren überhaupt möglich war, mich so gut wie ausschließlich bio zu ernähren. Also gesund im Sinne von dem, was viele Menschen für gesund halten. Ich habe ganz wenig tierische Eiweiße gegessen, sehr viel Gemüse, Obst, möglichst frisch, möglichst regional, obwohl es dieses Wort damals in dem Sinne noch gar nicht gab. Aber die reine Rohkost, das war für mich ein völlig spinnertes Ding. Und ich nahm das ziemlich persönlich. Ich war ziemlich beleidigt, dass ich jetzt hier wirklich den ganzen Tag und morgen auch und übermorgen auch mich nur von reiner Rohkost ernähren muss. Jedenfalls habe ich es überlebt, ganz offensichtlich. Kam dann zu Hause an, hatte immer noch so einen dicken Hals. Wie kann man das jemand antun? Und je mehr mir das im Kopf zerlegen ist, umso mehr habe ich mir gesagt, das darfst du eigentlich nicht machen. Du darfst nicht etwas ablehnen, was du nicht wirklich kennst. Ich habe da mein Vorurteil gehabt, aber es basierte auf gar nichts. Es war einfach nur ein Vorurteil. Und deshalb verstehe ich Menschen, die einfach aus ihrem normalen Leben kommen und sagen, was, Rohkost? Das ist doch verrückt. Ich verstehe das, weil ich das selbst auch so gesehen habe. Jedenfalls kam das Jahr 2005, der Januar. Mein Mann und meine Kinder sind zum Skifahren gefahren, ohne mich, weil ich arbeiten musste. Also man musste ja das Geld dafür verdienen. Und ich dachte mir, das ist jetzt die super Gelegenheit. Das tue ich mir jetzt wirklich diese 7 Tage, wenn die weg sind, an. Ich werde 7 Tage lang nur Rohkost essen. Und wenn es mich umbringt. Aber nach diesen 7 Tagen werde ich dann handfeste Argumente haben und werde Leuten erklären können, warum das so ein Schwachsinn ist. Und innerhalb dieser 7 Tage sind solche wundersamen Veränderungen in meinem Körper vonstatten gegangen, dass ich anstatt nach den 7 Tagen aufzuhören, als meine Familie zurückkam, volle 4 Monate 100% Rohkost durchgehalten habe, dann so langsam nach und nach ein bisschen hier und da wieder gekochtes, mit Hitze zubereitetes mit aufnahm. Ich bin keine hundertprozentige Rohköstlerin. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir uns heute nicht über lange Zeiträume hinweg von 100% Rohkost ernähren können. Die Umstände sind heute anders, als sie es vor 300.000 und 500.000 Jahren waren, als wir reine Rohköstler waren. Das muss man alles mit berücksichtigen, wenn man für einen Patienten eine gesunde Ernährungsweise zusammenstrickt. Aber es ist einfach so, in der Rohkost sind die Nährstoffe drin. Sobald wir mit Hitze, mit Dampf, mit Backofen, mit der Pfanne daherkommen, zerstören wir sehr, sehr viele Nährstoffe. Was zurückbleibt, sind leere Kalorien. Und im schlimmsten Fall sogar toxische Stoffe, die entstanden sind durch das Erhitzen. Und wenn wir uns ständig nur von leeren Kalorien ernähren und uns die Nährstoffe, die Mikronährstoffe, die Vitamine und die Mineralstoffe und die Aminosäuren und die essentiellen Fettsäuren fehlen, dann können unsere Zellen ihre Arbeit nicht erledigen. Dann können nicht ausreichend gesunde neue Zellen produziert werden. Es können nicht genug Hormone und Enzyme und so weiter produziert werden und der Körper leidet. So, Ja. und jetzt sitzen die Leute da und ich habe Rohköstler, bei denen habe ich diagnostiziert ein Typ-2-Diabetes mit Insulinresistenz, Bluthochdruck, Nierenprobleme, eine Fettleber
von pflanzlicher Rohkost. Durch zu viel Fructose, denn die Rohkost enthält zu wenig Kalorien. Wir brauchen aber Kalorien. Es ist nicht so, dass die Kalorien böse sind. Wir brauchen das ausgewogen. Wir brauchen Kalorien für die Energie. Wir brauchen Nährstoffe, um damit die Zellen das synthetisieren können, was ihre jeweilige Aufgabe ist. Und dem Rohköstler fehlen die Kalorien. Deshalb sind die alle so sehr abgemagert, was am Anfang immer gut geht. Aber die haben dann ständig einen Heißhunger und den schaffen sie nur zu stillen, indem sie viel Fructose essen. Die greifen gerne zu Trockenobst. Das macht satt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das Problem ist, da ist so viel Fructose und Dextrose drin, dass das direkt auf die Leber geht.